bin Beate Schücking, Direktorin der Universität Leipzig. Hier ist das Rektorat. Mein Arbeitstag beginnt. Üblicherweise fange ich gegen 8:30 an zu arbeiten und habe fast den ganzen Tag durch Termine. Entweder hier in Leipzig, in meinem Büro. Oft besuche ich auch Einrichtungen der Universität in den Fakultäten oder in einzelnen Forschungsinstituten. Es ist also im Großen und Ganzen sehr abwechslungsreich, Rektorin zu sein. Zusammen mit ihren Kollegen bespricht sie den Tag, ihre Termine, ihre Post und Anfragen an sie. Eigentlich ist Frau Schücking in der Uni das, was die Bundeskanzlerin für Deutschland ist. Sie sorgt dafür, dass an der Uni alles läuft und sich erfolgreich weiterentwickelt. Ganz wichtig ist es, gemeinsam mit den anderen Professoren herauszufinden, wer die besten Professoren für Leipzig sind, dass wir die hierher holen. Auf die Art und Weise wird die Uni immer noch toller, wenn wir sehr gute Leute, Männer wie Frauen, hierhin holen. Also trifft sie sich mit den Mitarbeitern, etwa den Professoren der Uni, um die weitere Entwicklung zu besprechen. Wie können die Studierenden gut für ihren Beruf ausgebildet werden und woran will die Uni in Zukunft forschen? In der Situation, eine ganze Universität, noch dazu eine so große wie die Uni Leipzig zu leiten, kann man ständig gute Entscheidungen für die Wissenschaft insgesamt treffen, kann die Wissenschaft insgesamt voranbringen und das macht sehr viel Freude. Aber Frau Schücking kann an der Uni nicht alles alleine entscheiden. Hier gibt es auch ein Parlament, eine Art Bundestag, das aus verschiedenen Mitarbeitern, Professoren und Studierenden der Uni besteht. Unser Parlament heißt Senat und ist bei allen wichtigen Entscheidungen beteiligt. Und natürlich ist eine Rektorin auch sehr viel unterwegs. Sie besucht mal die Biologen oder die Archäologen der Uni oder wie hier eine Einrichtung, die sich mit dem Leben und der Kultur des Judentums befasst. Jetzt fahren wir zum Simon-Dubnow-Institut. Wir haben eine dicke Mappe für die heutige Tagesordnung. Da ist zweimal im Jahr Sitzung und da geht es jeweils um die Weiterentwicklung des Instituts. Auch hier ist die Rektorin wieder gefragt. Man muss mitentscheiden, welche Themen die Menschen hier demnächst erforschen können und woher die Einrichtung, wie auch die gesamte Uni, in den nächsten Jahren das Geld bekommt. Nur dann kann eine Uni das tun, wozu sie da ist. Junge Menschen nach der Schule auf einen Beruf vorbereiten und die Forschung vorantreiben. Wir entwickeln zum Beispiel neue Medikamente oder helfen dabei, das Klima zu schützen. Um mit vielen Menschen wie Politikern und Uni-Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, ist Frau Schücking viel bei Veranstaltungen, Vorträge, die Einweihung neuer Gebäude oder wie hier die Eröffnung einer Ausstellung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier heute Abend begrüßen zu können. Ausstellung im neuen Augusteum, gerade auch hier im Foyer. Hier sitzen tagsüber Studierende aus Zwischenzeiten. Und irgendwann ist dann auch der lange Arbeitstag einer Rektorin zu Ende. So, Schluss für heute. So gegen 19 Uhr kann ich dann nach Hause gehen.